Timon ist sehr kitzlig. Folgt mir auf Insta, da lade ich öfters Bilder von Timon hoch. Hallo Leute und willkommen bei Timon. Ich hatte schon lange keine Waffeln gemacht, zuletzt an Silvester. Timon hat mir da geholfen. Like das Video, wenn euch die Rubrik mit Waffeleisen gefällt, damit ich Bescheid weiß, ob ich weitermachen soll oder nicht. Dieses Mal machen wir Waffeln aus Seegras. Wachteleier, ihr wollt die unbedingt haben. Radiergummi und Euro, fragt nicht warum. Ach ja, und am Schluss machen wir aus Eiswaffeln. Lasst uns anfangen. Waffeln aus Seegras zu machen, haben mir meine Abonnenten vorgeschlagen. Wenn ich ehrlich bin, mag ich das überhaupt nicht. Und gebraten, ich weiß nicht, was rauskommt. Oh, es riecht schon. Sauer, schmeckt nicht so toll. Gebraten ist das noch ekelhafter. Sieht aber wie Waffeln aus, sogar mit einem Abdruck. Ist cool. Okay, lasst uns probieren. Naja. Schmeckt nicht. Schreibt mir in die Kommentare, wer das hier mag. Als nächstes haben wir Waffeln aus Wachteleier. Ihr wollt die doch haben. Wir schlagen ein paar auf. Oh, die sind ja süß. Es riecht angenehm. Ich liebe Rühreier. Wachteleier habe ich noch nie gegessen. Hat einer von euch schon Wachteleier probiert? Schreibt mir in die Kommentare. Naja, sieht doch ganz gut aus. So, lasst uns probieren. Naja, ich schmecke nicht den Unterschied zu Hühnereier. Außer höheren Preis und kleinere Menge. Und jetzt kommt das Durchgeknallste. Ich habe ein paar Radiergummis gekauft. Werden die schmelzen oder nicht? Komisch. Die riechen nicht nach Gummi. Die wollen nicht schmelzen. Es ist bestimmt ein Spezialgummi. Nach 5 Minuten Grillen ist das rausgekommen. Die sind nicht flüssig geworden und stinken nicht. Ein Gummi zerbröselt sogar. Zweiter ist noch in Ordnung. Und mit dem hier kann man sogar noch radieren. Und der hier ist klebrig. Die Hitze hat die Eigenschaft verändert, aber die sind nicht geschmolzen. Und jetzt Leute, Euro, Geld. Denkt ihr, ich bin dumm und will das Geld grillen? Timon erlaubt das nicht. Schaut, was ich hier habe. Das ist Essgeld. Das Geld kann man essen. Esspapier in Geldform. Das schmeckt wie Papier. Kann man das wirklich essen? Schaut, wie das aussieht und vergleicht mit echten Euro. Warum ist das blau? 500er habe ich auch hier. Wir legen die mal rein. Vielleicht schmilzt das. Wir machen es zu und warten. Das reagiert ja gar nicht. Ach nein, das bricht. Es ist trocken geworden. Ich dachte, es schmilzt, aber das ist kein Zucker. Wir grillen auch noch den 500er. Stellt euch mal vor, 500 Euro im Waffeleisen. Das hat einen Brandfleck und ist auch zerbrechlich. Und wie schmeckt das? Wow, es schmeckt jetzt. Und 500 Euro zerbröseln in meinen Händen. Also muss man das Papier gut zubereiten, dann schmeckt das auch. Und jetzt kommt das Eis dran, gebratenes Eis, wie versprochen. Boah Leute, es riecht so geil. Solange es noch da ist, probieren wir es. Schmeckt lecker. Heiß schmeckt das lecker, Leute. Und das war's, Leute. Teilt das Video mit euren Freunden, liked es, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald.
Thank you.